Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Pixel-Ami. Lange ist es her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe. Aber es geht jetzt wieder weiter. Ich war wieder auf einem Flohmarkt, einen ganz langen, 10 Kilometer langen Flohmarkt in Elisabethsveen am Kanal. Und dort habe ich eine ganze Menge ergattert. Ich war mit dem Pixel-Squad unterwegs und was ich da alles ergattert habe, werdet ihr nach dem Intro sehen. Oh, hier wieder ein Hund. Ein Süßling. Deko nicht. Nee. Ich will nicht. Das ist gut. Fühl dich nicht wie Sabrina. Es sind nur ein paar blaue Flecke. Andenken. Sie haben? Ja. Würden Sie auch 8 machen? Für beide? Ich verkaufe im 8. Auftrag, aber mache ich. Ja. Gut. 5. 8. Wunderbar. Ja, danke schön. Ja, für diese beiden Spiele wollte die Dame 10 Euro haben. Das hat sie in Auftrag gemacht, wahrscheinlich für ihren Sohn oder Mann, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher für ihren Sohn. 2 Spiele habe ich dann bekommen für 8 Euro. Einmal Tomb Raider. Tomb Raider hatte ich leider schon. Ich hatte natürlich an diesem Wochenende tatsächlich 3 Spiele gekauft, die ich schon hatte. Ist natürlich schlecht, wenn man seine Liste nicht im Kopf hat oder nicht dabei hat. Dann habe ich noch Dragon Ball Z Budokai in der HD Collection. Das hatte mir Pudu Weido empfohlen, deswegen habe ich es auch mitgenommen. Wie gesagt, beide Spiele für 8 Euro. Ich denke mal, das ist ein guter Deal. Alles Qualität. Ah, warte mal. Was hat er entdeckt? Star Wars in der... Nee. Ja, ist ja geil. Auch nicht. Die sind schon so groß und... Ein bisschen so cool. Oh, PS2. PS4-Spiele. Guck mal. Ja, geil. Oh, SSX. Wie soll das kosten? Gar nicht. 3 Euro. Und das? 3. Ja. Und das andere auch 3? Würden Sie dann 5 für beide machen? Ja, machen wir. Gut. Gut. Ja, klar. Gut. Dann machen wir das. Egal. Bitte schön. Dankeschön. Guck mal, das ist ein Obelix. Ja, fantastische Tierwesen. Ja. Stehbock. Ja. Nee. Achso. Dafür wolltest du. Da hab ich ja was klar. Oh, hier. Warcraft. Warcraft? Ja. Ja. Oh, warte. Oh, was soll die Tasse kosten? 3 Euro. 3 Euro? Mhm. Also da ist, die ist... Mach, nehm ich. Brauchen wir nicht drüber reden. Geil. Das ist doch ein Aventus-Stück. Pennywise. Ja, genau. Ja, unser Pennywise, ja. Okay, dann ist das doch ein Minus. Genau. Soll ich vielleicht? Ja, dieser Flohmarkt war so groß, dass ich euch natürlich nicht alles zeigen kann. Wir waren, ich glaube, um kurz nach 8 waren wir dort und sind bis 15.15 Uhr dort auf diesem Flohmarkt den einen Weg gelaufen, also diese 10 Kilometer.
Ihr werdet jetzt in meinem Video hier natürlich auch mal 10 sehen, wo ich keinen Deal gemacht habe, aber einfach, dass ihr mal gucken könnt, was es da alles so gab. Und ja, habt einfach Spaß dabei und schaut noch weiter rein. Es kommen noch ein paar Deals. Leider kommen auch 2-3 Sachen, die ich nicht aufgenommen habe. Irgendwie hat die Kamera nicht funktioniert, keine Ahnung. Aber die kommen zwischendurch. Oh ja, okay. Nein, sie hat schon alle. Ah, okay. Sie hat schon alle. Ich guck einfach mal mit. Das habe ich schon. Alles andere habe ich schon. Call of Duty, ja. Das will ich keiner. Ja, so mal. Leider schon zu doll zerkratzt. Was soll das kosten? 25. Das Divo sieht schon ziemlich cool aus für mich. Aber sehr zerkratzt. Für deine Wand ist das nix. Wenn du da schon 25, dann kostet die anderen ein bisschen auch viel. Ja. 12er, ne? Ja. Was waren da für Wii U-Spiele? Code 16. Mario Kart. Ja, hab ich. Ja, alles andere ist nicht so, vielleicht höchstens noch Xbox One. Das ist auch eine coole Kreditkarte. Ja, und da suche ich nur ein einziges Spiel. Obwohl Shaun White ist auch geil. Ich suche dann nur Nier. Nier? Ja, der erste Teil sozusagen von Nier Automata. Wir haben auf dem Flohmarkt auch die Rebentos getroffen, noch ein paar OG-Sammler und YouTuber aus der, ja, würde ich mal sagen, der Anfangszeit so ein bisschen. Die letzten paar Jahre machen die nichts mehr leider, aber schaut trotzdem mal bei denen auf dem YouTube-Channel vorbei, die Rebentos. Das ist einmal der Ben und der Simon und der Gino ist auch ab und zu dabei. Die drei haben wir getroffen. Auch einen schönen Gruß an euch drei, war schön euch wieder zu treffen, mit euch vielleicht auch ein bisschen zu schnacken. Ich hoffe, dass ihr auf den beiden Börsen seid, in Oberhausen und auch vielleicht in Montebauer. Ja, also Leute, wer die nicht kennt, schaut mal bei denen vorbei. Die Rebentos. PS1. Was wollen wir? Das hier? Pokémon Anhänger. Ein Diddle! Die haben noch einen kleinen Format zu Hause. Aber ist das ein Gizmo? Nee. Nee, das ist Pferd. Was willst du hier? Heide Blitz und Donnergeschwür. Und das Gute soll nicht vollständig. Genau, soll ich für die Switch. Was soll das Spiel kosten? Kann auch nicht so viel. Ist nicht so schön mehr. Ausgestanzt. Ja. Habe ich aber schon. Ich hab's auch. Schade. Schade, Mummelade. Oh, ich hab auch noch. Nerf Guns. Milf Guns? Milf Guns. Hier, yeah, alles voller Nerf Guns. Special. Der ist geil. Ja, so haben? Sind zwei nee. Da. Nee. Ich weiß nicht, ich hätte den gerne hingestellt, ne? Ja, mit der, vor allen Dingen mit dem Basketball zusammen. Ja, deswegen.
Eigentlich habe ich die nur hochgenommen, weil ich dachte, das könnte Turtles sein. Turtles-Kassetten sind ja auch cool. Öfters, ja. Ups. Nerf Guns. Ich kann mir gut vorstellen. Wie ein Römer. Zielt. Zu? Zu? Okay. Ist das der erste Teil gewesen? Ja. Den habe ich nämlich noch nicht. Aber CDs locker, das heißt, musst du eh aufmachen, ne? Ja, würde ich ja sowieso. Okay. Ich lass ja ist aber ist eine Play-Hits-Version, ne? Ja, das ist egal. Ich weiß ja nicht. Ja. Woher kennst du den? Ich kenne den irgendwo. Steht da nicht irgendwo was drauf? Ja, da steht nur drauf. 1990, Eon Prodlogical China, Dist Hasbro. Dist bei Hasbro. Hä? Wo können wir her sein? Stahlbeißer hieß das. Den hätte ich gerne. Zwei? Mhm. Der ist schon mal gekauft. Der ist lose drin. Also Seal kann man nicht mehr sagen. Der ist auch noch original verschweißt. Ja, ja, aber das. Bringt ja nichts, wenn der eh auch noch. Wenn der. Ich habe keine Ahnung, mach mir ein Angebot. Ein Fünfer würde ich dir geben. Ja, machen wir Fünfer. Gut, dann sind wo, woher kenne ich dich? Ich weiß es nicht, ich überlege seit Jahren. Jetzt habe ich mich entschlossen, genau. Warte, ich mach das mal Pink anders. Panther, google mal. Alles wegzuschauen. Nee, ich google das nicht. Einmal fünf und zwei. Ich mach beim Foto von und schick das Tolltender, der weiß das. Ja. Könnte wieder vorbeikommen und mir das sagen. Bei 10 Kilometer. Ach komm schon! Ja, an diesem Stand hatte ich zwei Sachen gekauft. Das war einmal The Pink Panther, das ist ein bisschen beweglich, ein bisschen gummihaft. So, den finde ich ganz cool. Pink Panther ist auch ein Teil meiner Jugend. Und The Last of Us auf PS4. Der ist jetzt zwar noch sealed, aber ihr habt es im Video gehört, der ist, die CD ist lose drin und ich behalte so oder so fast keine Spiele sealed. Die öffne ich alle, weil ich bin immer noch mehr Zocker als Sammler. Ich will eigentlich wenigstens alles einmal irgendwie angezockt haben. Ja, die beiden halt für 7 Euro. Hier hätte Sebi jetzt bestimmt echt Spaß. Ja. Das suche ich noch. Oh, so schade, dass der jetzt nicht da ist. Ja. CD, ne? Oha, bin ich ja genau richtig hier jetzt. Was Scheiße. Mach mal ein Foto, Alter. Sag Scheiße, dass du heute nicht da bist. Oh, Xbox. Oh, wir müssen noch hier bleiben, bis er aufgebaut hat. Und bin ich hier schon mal richtig. Oh, hier. Aber der hat natürlich wieder ein bisschen was, was man so sucht, ne? Ja. Das ist schon mal wieder sehr lecker bei ihm. Muss ich noch da nochmal gucken. PlayStation 1? Oh, ja. Haben wir auf? Sehr schön! Darf ich da mal eben gucken? Warte mal! Warst du letztes Jahr in Dings auch? Wie hieß das? Polaris. Polaris? Polaris, ja genau. Ja, genau. macht er nicht in Soltau? Er macht doch, glaube ich, in Soltau die Dings hier. Ja, ne? Gerne.
ja vorbereitet. Ja, ja, aber ich mach. Nee, Bremerhaven. Echt Bremerhaven, die ist Bremen. Aber ihr hättet noch letztes Mal noch einen anderen Kumpel dabei. Zwei waren noch dabei. Genau. War er nicht dabei, aber zwei andere. Ja, okay. Aber machst du die Veranstaltung in Soltau? Ich hab das im Prinzip angeleiert. Ja. Ah, okay. Achso, okay. Aber ich hatte das erst vorzumachen. Ja. Und deswegen hatte ich mir schon ein Angebot geholt und so, ne? Weil die Location ist halt auch ziemlich geil. Ja, ja, klar. Da hatten wir ja drüber geredet den Tag, dass du mal was in Norden machen wolltest. Genau, genau. Aber das hat dann halt hier mein, also der Veranstalter da halt übernommen. Ja. Das ist die englische Version, ne? Erstmal die, ja, genau. Erstmal die Idee gebracht und dann sagt man wahrscheinlich, machen wir. Genau so war es, ne? Hat er Angst gehabt, dass ihm dann wieder irgendwas entgeht, weißt du? Genau, sieht das meistens aus. Ja, ist immer noch. Masse, sag ich mal, das, ne? Aber das hier ist hier am besten gegradet. Ja. Freaks! Das ist das einzige Spiel. Hast du auch zufällig so Anleitungen? Wie du so einzeln verkaufst? Nichts dabei. Ne? Nee, aber. Für was denn? Für den Schalter. Naja, der hat auch Sachen für dich. Wollt ihr mit dem Team auch machen? Ja, weil die nicht zahlt. Ja, ich zahle nicht. Ja, doch mit ihm zusammen gekauft. Auf Fliegerhorst. Hä? Fliegerhorst haben wir bei den Zeitschirmen. Sigi, wenn du alles unter der Decke hast, dann wird das aber auch nichts, ne? Nee, ich verkaufe das ab 12, ne? Oh! Puh, wenn du irgendwo Tomb Raider 1 siehst, Tom. Oh, da ist es doch. Ey, die haben 65, die App geändert. Die könnten heulen. Ich kann nicht mehr so gut suchen. Vorher habe ich einfach nur angeklickt. PlayStation, PlayStation 1. Jetzt hat er jetzt findet, sucht er alles. In meiner ganzen Liste 1000 noch was Dinger. Mhm. Ist doch voll behindert. Würdest du auch 70 für die machen? Das wären 78 zusammen. Ja, okay, gut. Dann. Boah, was ist das? Ich könnte da weinen. Ich muss erstmal die App forschen, Alter. Wie ist das wieder eingestellt? 70. Ja, merci. Das habe ich gesucht. Jetzt habe ich all das, was ich haben wollte für die PS1, habe ich jetzt alles. So ein Big Box? Ja. Also zumindest die Spiele, die ich damals als Jugendlicher hatte. Klar, das gibt es noch, aber genauso wie N64 fehlt mir noch das
James Bond, aber das kriege ich ja jetzt von Sebi. Hätte ich mal gestern nicht abgedreht. Oh, nein, meinst du, oder? Ja. Das hat echt so viel Spaß gemacht im Vier-Spieler-Modus. Ja. Genau. Der Wahnsinn, ne? So, diesen Händler, den haben wir schon mal letztes Jahr im Oktober auf der Messe Polaris gesehen. Da gab es auch auf dem Sonntag die, halt diese Retro-Börse. Und den kannten wir oder haben wir wiedererkannt. Oder er gesagt, der Weiler hat ihn wiedererkannt. Und bei denen habe ich 4 Spiele gekauft und waren nicht unbedingt Schnäppchen. Aber das sind Spiele, die sieht man halt nicht so oft auf dem Flohmarkt. Und da war es mir egal. Es ist wie auf einer Börse gewesen sozusagen. Ja, das ist einmal Chip und Dale für den NES. Den habe ich für, kostete eigentlich 13 Euro. Teenage Mutant Hero Turtles für den NES für 20. Dann ein Spiel, was ich sehr viel auf dem C64 gespielt habe. Deswegen musste ich es unbedingt haben, für C64 zu bekommen. Ist ein bisschen schwieriger. Aber das ist genau die gleiche Version auf dem NES. Spy vs. Spy. Und dann habe ich noch für die PS1 Tomb Raider. Den ersten Teil und jetzt habe ich eigentlich alle Spiele, die ich als Jugendliche oder als Kind hatte, auf der PS1 und jetzt kommen nur noch welche, die ich haben wollte. Ja, diese hier hätten zusammen normalerweise 78 Euro gekostet, ich habe sie für 70 bei ihnen bekommen. Ja, eigentlich für mich ein Schnäppchen, sage ich mal, weil heutzutage, wisst ihr es ja selber, man bekommt diese Spiele manchmal einfach nicht mehr. Gibt's ja auch Spiele. Ja, aber hier gibt es eine Menge Spiele. Ne? Aber der Preis stimmt nicht mal mit. Ne? Ja, nun. Preise habe ich noch nicht geschafft. Ne? Bin ich hier noch am Bei. Preise müssen wir immer mal gucken. Ja, Preise gucke ich immer aus dem Kopf. Ich hau dann immer die teuren Preise drauf. Ne? Sind alle auch mit Anleitung. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, was du suchst. Ne? Ach ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Ich sammle alles. Ja, das ist ja. Dragon Ball vielleicht? Auf Super Famicom? Haben alle dabei. Ne? Nee. Aber Super Famicom gucke ich gleich auch nochmal. Ja, kannst du gerne machen. Ich habe ja alles. Beide sind aber schon drauf. Da ist zum Beispiel, habe ich noch nicht den Preis im Kopf. Kommt gleich, ne? Ja. Also Preise. Ne? Ich mach mal Preise. Ich brauche noch einen Stift. Den habe ich hier. Warte, ich wollte jetzt erstmal eine Kiste anfangen. Ne? Da kannst du erstmal bei Famicom kommen. Ja. Hier sind Preise schon drauf, oder was? Nee, wenn da kein Preis ist, muss ich noch überlegen. Aber die meisten sind Preis. Nicht alle, weil es sind meine eigene Sammlung gewesen. 45 Euro. Der Dragon Ball ist nicht so. Ach so. Da bin ich. Oder hier? Nee, dann eher hier. Donkey Kong? Ja. Wenn du bist, 35, ja. Alle drei Teile 90. Habe ich alle drei Teile dabei? Ja. 1, 2 und 3. Bomberman. 2. Ich muss jetzt. Wären wir uns schon einig. Du weißt, dass wir noch mindestens 8. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich habe schon. Lange Geld da lassen, ich habe schon über 200 Euro ausgegeben hier. Ja, weil Sigi braucht Cash, ne? Vielleicht ist er noch Geld unterwegs. Nee, aber Paypal nehme ich nicht, ne? Nur Bares, ne? Euro. Kann er noch Geld ziehen? Ja, kann er ja machen. Ne? Das sind normale. Hier sind alles limited. Ja. Sowas wäre Interesse, aber erschreckt dich nicht vom Preis, ne? Nee, nee. Ja, geil! Wenn dann richtig. Ich kann sowas nicht mehr rein. Robert! Was denn? Ja, mach da am Ende. Ja, OVPs, ne? Aber sieht nicht so schön aus wie bei Robert. Tut mir leid. Das ist. Ich bin ein Mensch, der packt alles aus. Was? Ich bin ein Mensch, der packt alles ja, aus. Such dir was aus, was ich, haben ich, ist, ne? Ich bin. Die drei Donkey Kong Teile würde ich dir gerne verkaufen. Ne? Ja, ich habe alle geht drei alles schon. Spende. Spende an Golda. Ich habe verkaufen. Ich habe noch gar nicht rausgegeben. Ja, aber doch. Das hier. Sofort, er kauft sich. Das da hinten auch. Das da, greif zu, dein Auto. Der ist abgeleitet. So, was wolltest du? Das ist Mortal Kombat. Was kostet das? Die wollte ich 45. Ja. Ah, okay. Und die Star Wars Empire Strikes Back? 25. Ah, okay. Das ist immer ein guter Preis. Ich mache immer die besten Preise. Ja, beste Preis im Markt. Der beste Preis. Ja. Dennis? Habe ich schon. Ja, das Mortal Kombat, da muss ich mich. Achso, das ist der zweite Teil.
Ja, ich suche tatsächlich Amiga-Sachen und. Amiga habe ich. Bevor hier, Foto Bailo, wo ist Foto Bailo? Da hinten. Der Robert ist eigentlich. Hat's noch nicht gesehen. Robert hat es noch nicht gesehen. Sind alle mit Anleitung. Preise sind verhandlungsbasis. Da sind die Großpreise, weißt du nicht, ob Anleitung dabei sind? Wo gehen wir mal? Can not be go. Die Anleitung dabei, guten Preis. Aber Frodo Beiler, der würde bestimmt gucken. Was ist das für eine Folie? Wenn ich damit noch anfange, dann nehmen wir. Oh, meine Güte, guck mal. Was ist das? Die dicken. Asterix, ja. Den habe ich auch gehabt. Ram-Man habe ich auch gehabt. Ja, das sind alles. Die denn hier. Ach so. Den hatte ich auch. Ja, das ich habe über 20 Spiele, Figuren gehabt, alles weg, ey. Ja, Wrestling-Figuren heute. Haben sie nicht, ne? Nicht mit, nein. Hm? Boah, Pokebälle. Oh. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das war's drin. Oh, ein Pikachu. Ist das nicht von... Herr der Ringe würde jetzt... Ja, genau, Herr der Ringe. Moin. Was sind die denn? Lea. Und wer ist hier jetzt nochmal? Noch eine wohl? Ja, ne? Ja, die. Ja. Aber ich sammle die Figuren zum Hinstellen. Ja. Was kosten die? Weiß ich nicht. Stück 3 Euro. Ja, mitnehmen. Machen wir beide 5? Guck hier, das sind nämlich nicht mit allem Aufbauen noch, weißt du, und dann... Ach, frische Landluft. Ich wollte gerade sagen, Bibel. Das ist Landluft, das ist Kanal Nummer 5. Achso. Kanal Nummer 5. Du hast ja gerade hier durchgeguckt, da ist kein Meer drin gewesen, ne? Ich hab's nicht durchgeguckt, ja. Achso. Aber ich komme halt nicht. Hast schon? Nee. Heavy Rain. Hier ist Star Wars. Heavy Rain? Ja. Oh. Star Wars? Hab ich schon. Star Wars? Lego? Hab ich schon. Die beiden hatten wieder nicht gerade rumliegen. Hm? No. Die hatten nicht wieder. Ah, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist alles gut. Ich nehm das. Aua. Chip and Tail. Ja, ja. Was war das? Ja, Defender of the Crown. Das ist meine Jugend gewesen. Jo, danke. Geil. Gefunden. Ist der Preis, der da unten dran ist, oder was? Ja, guck mal. Was haben wir da dran? Weiß ich gar nicht. Nein, mache ich dir 25. Hm? So ein Controller halt. Controller, ja, ich habe ja schon. Hier. Sieht auch gut aus. Hier, mach das. Guck mal hier an. Hast du so ein Ding? So ein Ding hattest du noch von mir gekriegt, oder? Ja. Gut. Knackkäse, der fehlt mir, glaube ich. Da können wir auch mal welche von gebrauchen.
Was soll der kosten? 5 Euro. Brauchen die die Figur noch einzeln? Nee, ne? Mhm. Das ganze Teil für 5 Euro. Das ganze Ding für 5 Euro? Nimm mit. Ja, du kannst mir, wenn das zu billig ist, kannst du mir auch mehr geben. Nur die Figuren. Das sind für lecker Stücke. Ja. Ich will nur die Figuren haben. Ja, Leute, bei dem Händler habe ich Defender of the Crown gekauft. Das ist ein Teil meiner Jugend, habe ich sehr viel auf dem C64 gespielt und auch auf dem Amiga. Musste ich auf jeden Fall haben für den NES. Ich glaube, die Musik ist nicht so gut wie auf dem C64 oder Amiga, aber egal, das Spiel musste ich auf jeden Fall haben für den NES, Defender of the Crown. Ja, ihr habt schon mitgekriegt, das Video läuft schon 30 Minuten oder etwas über 30 Minuten. Es wird ein sehr langes Video, weil es war auch ein sehr langer Flohmarkt, 10 Kilometer. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte vom Flohmarkt hinter uns gehabt und wenn ich jetzt meine Spiele hier noch angucke, haben wir noch nicht mal die Hälfte. Schaut auf jeden Fall weiter. Holt euch ein bisschen Popcorn, um was zu trinken und schaut weiter. Das tun lassen. Wir räumen gleich weiter auf. Nee, ich kann nicht. Ich brauche nicht weiterlaufen. Nein, ich meine. Dann habe ich kein Geld mehr. Dann brauche ich wieder Zeit zum Auto laufen. Rechnet sich auch nicht. Nee. Ich würde erstmal warten. Ich würde ja gerne das Zelda kaufen, aber dann bin ich schon wieder. Mein Sohn ist pleite. Ich bleibe natürlich noch ein paar Stunden liegen. Ey, ist gut. Was soll das kosten? Ach so, steht da an der Seite, ah, 40. Nicht gesehen. 50, 60, 70, 90. Ja, ich habe nur den etwas günstigeren genommen. Ich hab, ja, ich habe auch die anderen, Castlevania und so, habe ich auch alles zu Hause. Aber ich wollte eigentlich gar keinen. Was hast du gesagt? 400. 400, ne? Ja, ich schleppe ihn mal. Weil dann haben wir Castlevania komplett mit sehr guten Verpacken für 100 Euro gekauft. Das PlayStation 1 meine ich jetzt, ne? Ja. Das ist eine 4 von Super Nintendo. Ja, okay. Du hast das Dixon, hast das Vampire Kiss. Mhm. Nee, nicht Vampire Kiss, das Silberne. Ah, oh, das kriegst du ja jetzt. Okay. Ja, Zustand ist mittlerweile so wichtig, das ist, ja. Das ist ja. Alles nicht mehr so geil am Zustand. Hier geht's einigermaßen. Ja. Hier. Und da ist es mir aber auch mittlerweile egal, die Hüllen sind so anfällig. Die? Ja. Genau so sieht's aus. Genau deswegen. Ja, ja, schade. Ja, jetzt sind es plötzlich mehrere. Ich hole die einen ab und bring den weg. Ich habe auch noch da hinten noch. Und danach mehr. Gucken. Ah, ich habe schon. Kannst du deine App gucken? Ja, muss ich gleich, aber ich leg das erstmal zur Seite. Ja. Oh, hier. Ich hab nur die günstigen dabei. Das siehst du, aber guck mal, dass du mir das zeigst. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab nur die günstigen Spiele dabei. Gib den mal her und Chrono Trigger auch da bitte. Ach schön, das hab ich gar nicht gesehen. Suikoden könnte da sonst vielleicht auch noch sein, aber... Nee. Wie so läuft, aber hat er ja, 200 Euro Spiele? Normalerweise ist das kein Flohmarktzeug. Nein, eigentlich nicht, da hast du recht. So, müssen wir mal schauen. Oh, da hat jemand geschrieben. Die Antwort endlich. Oh Mann. Aber ich habe alle. Tolle Antwort. Ich mache hier ein Bild von den Dings hier, von den ganzen Sega-Spielen. Eins davon kostet 220. Willst du auch 30 machen dafür? Alles geil. 20, 35. Nee. 35? 40 Euro. 4 Euro Rabatt. Ja, ja gut. Na, ruhig. Danke.
Hubrix. Oh, hier. Ja, Hubrix. Cool. Da muss ich mal eben Dirk anrufen. Hier, da ist Modelle. Alles fucking Modelle. Von Star Wars. Von Star Wars. Ist alles Star Wars, oder? Ja, ja. Kannst ja alles mitnehmen. Scheiße, das Star Wars, so ein kleines Franchise ist, ne? Was kostet so ein? Stück 10 nur noch. 6 Stück 50. Oh. Ja, guck ins Internet. Nein, ich meine, oh, weil ich ist wieder. Oh. Ja, ich schwöre, ich bin der Einzige hier auf den 10 Kilometern, der die hat. Kann ich dir wetten, zumindest in der Größe. Ich muss erstmal noch ein bisschen weiterlaufen und dann, weil sonst ist mein Geld gleich komplett alle. Ich habe schon über 200 Euro ausgegeben. Ja. Schön und gut, das war's. Oh, es geht 3. Es geht 2, das will ich haben. Erstmal. Was denn? Ich weiß nicht so, dass du da voll geil drauf bist. Ja. Was soll das Spiel da oben kosten? Dieses? Ja. 4 Euro. Machen sie auch 3? Ja. Ja. Lass mal reingucken hier. Darf ich mal in die Kiste da? Ja. Jupp, danke schön. Was sollen die Turtles-Figuren kosten? 8 Euro Stück. 23. Alles neu, aber ne? Aber haben das hier gesehen und dachte, das will ich zuerst mal durchblättern. Mann, dann gebe ich schon wieder so viel Geld aus hier. Ja, das ist hier, Wahnsinn. 10 Euro. Was ist das hier? Foto. Ah. Ich warte jetzt. Ich über 200 Euro schon ausgegeben. Die beiden Collectors, 30 Euro Stück. Für den Koller, was nimmst du? So hinstellen möchte, schon teuer. Ja. Danke dir. Hast du noch 100 Stück für die Koffer? So also Kopfspiele nicht mehr. Was hast du da? Big Jim hat immer einen Kopf. Der Michael Jordan. Wovon mein Papa mal zwei. Der Michael Jordan ist ja geil. Ja,
Oh, hier. Mario Party 1. Wie teuer? Ich brauche die 80 Euro. Ist komplett. Hä? Nee, 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 nee. Ja. Ja, ich gehe ja schon. Alter, hier fehlt das Cover. Da fehlt das Cover. Das steht auch da. Tomb Raider 2, 3, 3, 1. Das wollte einer kosten. 5 Euro. Wenn die 5 Euro kosten. Ja. Gegeben. Vielleicht, vielleicht bei 2 oder so. Ah, komm. Deswegen. Nee, alles gut. Drei. Alles gut. Mit 3. Wenn, dann muss ich, ja. 3 ist gut. 3 ist gut. Ja, ja. Eine Scheiße ist das total zu geil. Dann fehlt mir halt Amazon. Ne? Amazon habe ich jetzt gerade Mitbewerber. Ne? Ich bin immer einer der Größten. Überhaupt. Ja. Welcher sind das? Der da? 80. Das ist ein Tenno. 18 und was kostet 80? Ja, ich habe ja noch einen zu Hause, ne? Von 32 Jahren, wie neu. Und den gebe ich nicht außer Hand. Ja, und wir haben so den. Ja, bloß kann ich es nicht. Was kostet so ein Gamecube-Controller? Zwischen 20 und 40. Der hier? 40. Mhm. Der silberne, der originale, ja. Mhm. Jetzt haben wir die Spiele aus dem Handy, aber hier noch einen Box. Welcher ist das? Der fehlt mir tatsächlich sogar noch. Aber von der Marke, von der Dings? Genau. Weil es so eingeschleimt und so? Ja, ja, es gibt drei verschiedene Serien. Wie viele Masters-Figuren hier alles? Aber es sind die neuen, ne? Ich auch. Ich kenne mich auch nicht mehr so. Nein, einfach der neuen Figuren. Ich kenne mich damit auch nicht mehr. Ja, wir haben die mit Anfang gesehen, alle 25, 30 Figuren. Ja, aber hier sind so auch von Kingdom Hearts und so. Da hatte auch Kingdom Hearts. Ich glaube, ich habe nur Glück gehabt. Also, Mandalorian würde mir schon gefallen, aber wer ist denn hier jetzt? Hallo? Die habe ich schon geguckt beim letzten Arbeiten. Ah, AAA Toys heißen die auch noch hier. Das waren die, die wir jetzt von Neo hatten. Gleich zu spät. Gleich ist für umsonst. Was kosten so die Figuren? Die kosten 15 jeweils. Aufgespritzt. Ja, Eishockey, ist das, was du hast? Welches? Das? Könnte sein, ja. Noch hat er das eine und das andere. Ja.
Aber hier werden wir wie das World Cup als Gameboy. Das Last Judgment. Geil. Ja, aber ihr spielt gar nicht Pfefferwurst. Ich glaube, jetzt reicht, oder? So, können wir jetzt mal ein Stück weitergehen? Leider möchtest du mal die Tasche machen. Carmen! Vorhin knapp bei der Hälfte. Okay, komm. Ja. Hier, guck mal. Ja. Ja, aber guck mal, wie oft der es hat. Ja, aber eigentlich ist das voll toll. Was soll das kosten? 3 Euro. 3 Euro? Oh, den nehme ich auch rein. Hä? Dann nehme ich. 3 Euro? Ja. Die sind teuer. Ja, aber ich hab das Stück 3 Euro oder nur das? Egal welches. Egal welches. Das gleiche Spiel. Jedes Spiel 3 Euro. Hab ich alle noch nicht. Das habe ich zwar schon, aber Nagel 9 nehme ich schon. Ja, kein Ding. Ich bin auch 3, 6, 9. Ich bin ein bisschen hier. Wir lehnen das nochmal. Bones habe ich schon. Ich nehme das nochmal mit. Ja, das habe ich auch. Xbox Serie? Nee, das ist ein anderes Spiel. Machen Sie auch 10? Nee, ich gebe bei denen, da gibt es keinen Rabatt rein. 12? Ich gebe mehr davon und ich verkaufe die was so wie geschnitten Brot. Das ist Neuware halt. Ne? Nee. Alles klar, Dankeschön. Ja. Vielleicht finde ich gleich noch was. Hier. Ja, Blu-ray. Lucky Look. Was ist das? Steelbook. Ah, da eine fette Kiste. Da muss ich auch reingucken. Ja, mach mal. Oh, da sind auch Gameboys. Was soll das denn kosten? Was kostet das Double Dragon? Was kostet das? 30. Hm? Wie viel kosten die Game Boy Advance dort? 70.
Hallo? 20 Euro? 20 Euro. Ja, World Cup bei. Hm? Ja, World Cup für die Konsole. Also das hier, gab es ja auch da. Ja, ja. Genau. Das habe ich hier für schon. Ja, Überraschungsspiel. Und Game Gear. Ja. Und Shinobi ist auch dabei wieder. Hallo? Das hier? Und das Donald Duck? Donald Duck kostet 15. Mhm. Mega Man 4. Wie viel kostet das? Also wenn Platz und Abstand ist, dann weißt du, wie lange du meinst, dann ist das Ding. Jetzt ist er rausgefallen. Ja, Pokémons. Ja, ja. Die habe ich ja alle schon. Kostet ein Spiel? Jo. Hm, 10, 20, machen wir. 18. Hm. Zusammen. Muss ich mir noch überlegen. Ja, mal gucken. Hm. Das ist schon nicht schlecht, aber 18. Da ist sogar der Aufkleber noch drin. Ja. Guck mal hier im Super Mario. Ja, aber mehr. Hatte ich auch von dir. Würden sie auch 12 machen? Komm, 15 Euro. Minimum. Ich muss mal eben gucken, wie viel Geld ich noch habe. Ja. Machen wir so. Danke. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Was sind für GameCube Games? Das ist oh, das ist aber. Dreamcast, da war eine Dreamcast Game bei. Ja, dafür müssen wir meinen Erden wieder richtig loben. Den neuen Warum guck mal? Ja. Ich muss auf die Strecke haben. Das ist gut. Da oben ist das dabei. Ich soll hier eine Tomatenjob machen. Was kosten die hier? Ja, was einzeln erstmal. Beide kosten über 20. Mhm. Das ist doch das, was du hast, oder? Ja, auch. Genau. Ich habe ja zwei verschiedene. Das ist
15. Okay. 5. 10 machen vielleicht? 30, ja. Halt mal hin. Was hast du jetzt? Was, wie viel hast du jetzt? 12. Das sind nur zum Zocken. Würden sie auch 30 machen dafür, die beiden? Würden sie auch 30 machen für beide? Ja, 35. 32? Ja. Na gut. Ich kriege es einfach nicht. Es ist 100 Stunden und ich kriege es nicht. Das Spiel gibt's. Ich glaube, ich habe das vielleicht bei mir. Ja, das Spiel gibt es. Natürlich kenne ich den. Was ist da los?
Würden Sie auch 15 machen? Ja. Ja, danke. Hm. Ja, 130. Ja, weiter geht's. Ja, Leute, ich musste natürlich jetzt ein bisschen anders das Video zu Ende schneiden, weil hätte ich jetzt immer wieder zwischen den Schnitten sozusagen mal kurz was aufgenommen, was ich gekauft habe, hätte das viel zu lange gedauert. Ich werde jetzt einfach alles auf einmal, was in den Rest des Videos, was ich gekauft habe, euch zeigen. Und ich habe natürlich im Video sehr viel gezeigt, was ich nicht gekauft habe. Viele Stände gezeigt, die wir gesehen haben. Und das ist noch lange nicht alles. Ich musste so viel rausschneiden. Ich hätte locker ein 2 bis 3 Stunden Video machen können. Ich habe ungefähr 4, 4,5 Stunden Videomaterial gehabt. Und ja, ein so langes Video will keiner sehen, weil viel auch nur gelaufen ist. Wie gesagt, 10 Kilometer. Ich zeige euch jetzt, was ich in dieser Zeit auch alles ergattert habe. Ja, also ich habe bei dem einen Händler, ich weiß jetzt nicht, ob das in der richtigen Reihenfolge jetzt ist, aber ich zeige euch einfach mal die Sachen. Ich habe jetzt diese 3 Spiele. Das ist einmal Robo Warrior, einmal Star Wars und einmal Dschungelbuch für den NES. Hätte zusammen normalerweise 45 gekostet, ne 44. Ich habe es jetzt für 40 Euro bekommen, diese 3 NES-Spiele. Bei einem Stand habe ich ein Skate 2 für die PS3 bekommen. Gefällt mir unheimlich gut. Ich habe ja die anderen Teile. Ich versuche alle Skate-Spiele zu sammeln, die es gibt, weil ich früher irgendwie fast 20 Jahre lang selber Skateboard gefahren bin. Und jetzt habe ich Skate 2. Bei dem einen hatte ich 2 Spiele bekommen. Das war Lock's Quest und Valkyrie Chronicles 4. Was wollte er dafür haben? 20 Euro erst, dann ist er auf 18 runtergegangen. Ich habe nach 12 gefragt und im Endeffekt hat er dann nachher 15 Euro für diese beiden Spiele gemacht, für die PS4. Da ich Valkyrie 4 gekauft habe, musste ich natürlich Valkyrie 1 für die PS3 haben. Das war ein bisschen teurer, das hat 16 Euro hier gekostet. Ich habe es für 15 Euro gekriegt. Trotzdem finde ich noch ein guter Deal. Bei den Einhändlern habe ich dann auf einmal mehrere Sealed-Spiele gefunden. Da habe ich nämlich natürlich gleich 2 Stück mitgenommen. Das gleiche Spiel. Einmal für die PS3 und einmal für die 360. Jeweils immer 3 Euro für ein Spiel. Dann habe ich Dark noch mitgenommen. Und dieses hier. Jeweils 3 Euro. Er wollte 12 Euro dafür haben. Ich habe nach 10 Euro gefragt. Er sagte, nee, weil die Sealed sind, macht das nicht. Komischerweise bei Kistenschieber und bei Polubailo und auch bei den Rebentros, die haben mir nämlich auch gesagt, die haben sie nachher für 2 Euro gekriegt. Bei denen haben sie alle einen Deal gemacht, bei mir aber nicht. Da habe ich mal Pech gehabt. Obwohl, Pech bei 3 Euro pro Spiel, Sealed Games, denke ich mal, ist es immer noch gut.
Jetzt kommen ein paar Spiele, da weiß ich nicht, wo der Footage ist. Ich habe es vielleicht nicht aufgenommen, ich keine Ahnung. Leider sind dabei, bei diesen drei Spielen habe ich im Bundle gekauft, das weiß ich noch. Ich glaube, dafür habe ich 5 Euro bezahlt für alle drei Spiele. Red Faction, dann Fallout 3 und Wolfenstein. Fallout 3 und Wolfenstein hatte ich leider schon. Somit habe ich sozusagen nur das, die gehen in meine Tauschkiste. So, dann habe ich noch ein Spiel ergattert, habe ich leider auch nicht aufgenommen. Das hatte mir Puro Bailo gesagt, ey, die haben aus Saturn Games. Ich habe hier Daytona USA. Dafür bin ich mir jetzt nicht sicher. Entweder habe ich 10 Euro oder 15 Euro dafür bezahlt. Aber beide Preise, finde ich, sind noch in Ordnung, weil Saturn auf dem Flohmarkt sieht man ja fast gar nicht. Und jetzt habe ich es. Dann habe ich noch ein PS4-Spiel in Steelbook bekommen. Na, das wäre The Order. Da kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, wie viel ich dafür bezahlt habe. War aber, so viel ich weiß, auch ein guter Deal, weil der Puro Bailo gesagt hatte, er hat das für mehr gekauft damals. Ja, The Order. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt mein erstes Pickup- oder Flohmarkt-Video in diesem Jahr. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich habe heute schon, war ich schon auf den nächsten Flohmarkt für den nächsten Video. Leider ist es noch nicht genug. Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch auf ein, zwei andere Flohmärkte, damit ich ein volles Video zusammenkriege. Dieses Video ist ein bisschen länger, weil es auf einem 10 Kilometer Flohmarkt war. Etwas über eine Stunde geht dieses Video schon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt wieder Bock auf den Pixel-Ami. Vielleicht kommt doch der Agro-Ami wieder, weil ich habe auch wieder VR, damit eigentlich auch mal wieder Agro-Ami kommt. Leider kann ich zurzeit nicht streamen, weil seitdem ich meine neue Grafikkarte habe, funktionieren beide meine Capture-Karten nicht. Zwar im Discord und im OBS, aber ohne Ton, und in der normalen Elgato-Programm funktioniert es gar nicht. Dann nimmt er gar nicht die Capture-Karten an. Keine Ahnung, das muss ich mal irgendwie noch fixen, damit ich endlich wieder streamen kann. Und ja, auf Instagram folgt mir auf jeden Fall da, weil da werdet ihr jeden Tag neue Fotos von mir sehen, wie es in meinem Game Room weitergeht, was ich an Spielen habe. Und wenn ich die 2000 voll gemacht habe, gibt es auch ein Gewinnspiel. Also schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei, ist unten in der Beschreibung. Daumen hoch, schreibt in den Kommentaren, wie ihr das Video findet, ob ihr euch freut, dass ich wieder da bin. Und schaut auf jeden Fall nochmal wieder rein, vielleicht auch nochmal die Glocke anmachen für das nächste Video, weil mein neuer Game Room ist auch schon im Mache, ein neues Video. Also, schaut auf jeden Fall mal wieder vorbei. Euer Pixel Army. Ciao, ciao.